Herzlich willkommen bei den Bäckers. Schön, dass du mit uns unterwegs bist. Wir sind auf einem Stellplatz in Kalabrien und den wollen wir euch heute vorstellen. Wir sind hier auf dem Sun Bay Stellplatz in der Nähe der kleinen Stadt Le Castella. Der Platz ist ja ganzjährig geöffnet. Wir haben 15 Euro für die Übernachtung gezahlt, inklusive allem. Er ist sehr grün und im Januar 2023 war er auch sehr leer. Wie es hier aussieht, das zeige ich euch jetzt. Die letzten paar hundert Meter zum Stellplatz geht es hier über diese unbefestigte Straße, die ist aber breit genug und lässt sich auch ziemlich gut befahren. Hier seht ihr nochmal das Eingangstor, wenn ihr auf den Stellplatz kommt. Das wird nachts verschlossen, es ist videoüberwacht und direkt nebendran befindet sich die kleine Rezeption. Und von hier aus habt ihr schon einen ersten Blick auf den Stellplatz. Die Rezeption war bei unserem Aufenthalt im Januar wenig besetzt. Der Betreiber war auf dem Platz unterwegs. Die Kontaktdaten sind angeschrieben und man hat hier auch alle Informationen, die man braucht. Die Lage des Stellplatzes ist wirklich schön. Sie liegt direkt am Ionischen Meer mit einem wunderbaren Weitblick. Es ist sehr grün. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie der Platz aussieht und wie die Stellplätze beschaffen sind. Der komplette Stellplatz ist auf Wiese oder Rasen. Es ist ein großer Baumbestand da, der im Sommer vermutlich guten Schatten abwirft. Die Größe der Parzellen wird letztendlich durch den Abstand der Bäume bestimmt und wir hatten freie Platzwahl. Wir stehen extra ein bisschen im hinteren Teil, so stehen wir windgeschützt. Und ich zeige euch den Platz jetzt mal von verschiedenen Perspektiven aus und so könnt ihr euch selbst einen Einblick verschaffen. Das Sanitärgebäude war sehr ordentlich und gepflegt. Es scheint auch noch nicht so alt zu sein. Rechts und links am Sanitärgebäude sind Außenwaschbecken. Hier ist die Seite für die Frauen. Das gleiche findet ihr analog auch für die Männer auf der anderen Seite. Die Toiletten waren super sauber. Im mittleren Bereich gibt es Anschlüsse für Waschmaschinen, die waren jetzt im Winter nicht vorhanden. Und auch die Duschen waren sehr, sehr sauber. Mit Ablagekörbchen und Haken für die Handtücher. Hier sind wie gesagt die Außenwaschbecken für Geschirr und Wäsche. Die sind beidseitig angebracht. Und dann gibt es nochmal zwei solcher Räume mit Innenwaschbecken, stromversorgt und sogar für den Föhn reinzuhängen, eine Ablage für den Föhn und auch für das Handtuch. Der Müll wird getrennt gesammelt hier auf dem Platz.
und vor dem Sanitärgebäude könnt ihr die Chemietoilette entsorgen. Der Camper-Service mit der Entsorgung für Grauwasser und Frischwasser befindet sich hier oben. Man muss also diesen kleinen Weg hier hochfahren. Das ist auch ein unbefestigter Weg. Und hier seht ihr schon Wendemöglichkeit, wenn ihr auf die Entsorgung rauffahrt und dann logischerweise rückwärts wieder runter müsst, dann könnt ihr auf jeden Fall mit dem Mobil gut wenden. Einlass für Grauwasser ist groß genug bemessen und für das Frischwasser gibt es hier einen Anschluss mit Schlauch oder man kann natürlich auch seinen eigenen Schlauch verwenden. Auf dem Gelände stehen zwei solcher Grillplätze, sogar mit Kohle. Die Frischwasserversorgung, wenn man jetzt nicht auf die Entsorgung hochfahren will, gibt es auch auf dem Platz. Alle 20, 25 Meter sind solche Zapfstellen. Das gleiche gilt für den Strom. Auch das sieht noch sehr neu aus. Klar, im Winter ist es jetzt erstmal abgedeckt. Aber insgesamt sieht das noch ziemlich neu, ungebraucht und sehr gepflegt und ordentlich aus. Auch die Außenduschen, die sind eher im vorderen Teil Richtung Meer. Auch das sieht sehr neu aus. Und hier seht ihr den zweiten Grillplatz. Die Plätze sind bis Parzelle 74 nummeriert. Im hinteren Teil gibt es aber nochmal eine Stellfläche, sodass sicherlich 100 Mobile hier auf dem Platz gut stehen können. Zum Meer gibt es einen Fußweg. Hier seht ihr schon die traumhafte Lage. Und in der Saison hat hier auch eine Beachbar geöffnet. Mit traumhaftem Blick auf das Ionische Meer. Vom Stellplatz aus seid ihr in etwa 500 Meter ins kleine Küstendorf Castella gelaufen. Dort gibt es direkt am Ortseingang einen Supermarkt, der ist gut sortiert, und einen Obst- und Gemüsehändler. Es gibt Bars, Cafés, Restaurants. Und natürlich die aragonesische Festung, das Castello. Und hier lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch. Wenn dir das Video geholfen hat, dich zu entscheiden, den Platz anzufahren und Le Castella vielleicht auch zu besuchen, dann lass uns doch gerne ein Like da, abonniere unseren Kanal und freue dich auf weitere Videos aus Europa. Bis dahin, tschüss!